Heute zeige ich euch eine Wickelmethode, die wirklich sehr einfach ist, aber auch sehr beliebt. Also ich persönlich mag diese Methode, weil sie schnell geht und man kann halt wirklich sehr viel variieren. Und das zeige ich euch jetzt. Wir legen mal los. Als allererstes müsst ihr dazu wissen, dass wir eine kurze Seite haben. Bei mir ist die meistens links. Und wir haben eine lange Seite, die ist bei mir meistens eigentlich rechts. So, jetzt nehmen wir die kurze Seite von links. Als allererstes müssen wir natürlich erstmal die Händchen von dem Baby an die Brust legen und diese kurze Seite einmal rumwickeln. Macht das wirklich schön stramm, damit sich das Baby nicht direkt rauskämpfen kann. Und dann stopft ihr diese kurze Seite einmal unter den Rücken. Lasst die Hand ruhig erstmal drauf und dann nehmt ihr die lange Seite und wickelt sie von rechts nach links. So, dann haben wir unseren ersten Step eigentlich geschafft. Und lasst euch nicht davon verunsichern, wenn das Baby erstmal noch unruhig ist, weil Babys lieben es, gepuckt zu werden. Und die lassen sich eigentlich schnell beruhigen, sobald sie erstmal eingewickelt sind. So, jetzt haben wir die rechte Seite. Das ist eigentlich auch die einzige Seite, die es übrig ist. Und wir winkeln jetzt die Beinchen schön an den Bauch. Zwischendurch dürft ihr auch das Baby so ein bisschen beruhigen, bevor ihr weitermacht. Und bei den Beinchen ist halt wichtig, dass sie nach oben zeigen, also dass diese Unterseite nach oben anliegt. Jetzt nehmen wir unsere lange Seite und wickeln die einmal um den Popo herum und richtig auch um den ganzen Körper. Macht es wirklich schön stramm zur anderen Seite rüber. Und das Ganze machen wir jetzt, bis wir eigentlich das ganze Tuch aufgebraucht haben. So, ich nehme das jetzt so einmal rüber und wirklich nochmal genau dasselbe einmal rumwickeln. Genau. So, ihr seht auch schon, mein Baby hat sich beruhigt. Also die Kleine fühlt sich jetzt eigentlich pudelwohl. Und das kleine Stück, was übrig bleibt, das stopfe ich jetzt irgendwo hinten rein, wo man das gar nicht, sieht. So, und jetzt seht ihr, ich bin schon fertig. Das Ganze ging eigentlich ganz schnell. Jetzt könnt ihr entscheiden, möchtet ihr die Händchen eingepackt lassen oder möchtet ihr sie lieber draußen lassen? Das könnt ihr euch aussuchen. Das sieht beides total süß aus. Es kommt auch so ein bisschen auf das Baby an. Bei den Beinchen genau das gleiche. Man kann sie komplett einpacken, dass man sie gar nicht sieht. Oder so ein bisschen rausschauen lassen. Oder ihr könnt ein Bein auch rausschauen lassen und das andere bleibt drin. Das ist alles möglich und deswegen ist es wirklich eigentlich die perfekte Einsteigermethode. So, wir sind fertig. Ich zeige euch aber noch ein paar andere Methoden, die ihr in meinen Workshops noch lernen könnt. Gefallen hat und ihr gerne mehr von mir lernen möchtet und vor allem viel mehr Wickelmethoden kennenlernen möchtet, dann meldet euch an. Am 12. April findet mein erster Workshop statt und ich freue mich über jeden von euch. Ich freue mich, euch hier in meinem Atelier herzlich begrüßen zu dürfen.